Ein neues Roguelite-Deckbuilding-Spiel hat das Licht der Welt erblickt. One More Gate, A Wakfu Legend ist am 11. Oktober in die Early Access Phase gestartet. Bei One More Gate handelt es sich um ein strategisches Roguelite-Deckbuilding-Spiel, in welchem es unser Ziel ist, verschiedene Dungeons zu durchqueren. In der Rolle von Oropo treffen wir dabei immer wieder auf feindselige, aber sehr süße Monster, die wir mit Hilfe unserer Karten bekämpfen können. Sobald wir sterben, ist der Versuch, den Dungeon zu meistern, beendet und wir werden in ein Dorf zurückversetzt. Doch kein Run ist in One More Gate umsonst, denn bei jedem Versuch, den Dungeon zu durchqueren, erhalten wir Erfahrungspunkte und Ressourcen, um neue Karten zu kaufen und zu verbessern. Somit werden wir bzw. unser Deck trotz Fehlschläge mit der fortschreitenden Zeit immer besser. Zu Beginn des Spiels verfügen wir nur über wenige Karten ohne besondere Effekte. Je öfter wir den Dungeon betreten und je höher wir leveln, desto mehr Karten schalten wir frei. Karten, die besondere Fähigkeiten haben und Effekte auslösen können. Mit der zunehmenden Anzahl an Karten gewinnt das Spiel immer mehr an Komplexität und Tiefe, sodass auch Deckbuilding-Veteranen auf ihre Kosten kommen. Sobald ihr in dem Spiel, welches vor allem dank des besonderen Artstyles heraus einen Dungeon gemeistert habt, schaltet ihr den nächsten frei und könnt versuchen, diesen zu durchqueren. Die Dungeons in One More Gate sind zufallsgeneriert und in unterschiedliche Räume aufgeteilt. Räume, in denen ihr entweder auf Monster, Truhen, Lagerplätze oder andere Besonderheiten treffen könnt. In der momentanen Early Access Version sind ungefähr 50% der Vollversion vorhanden, darunter zwei Dungeons und mehrere Karten und Items. Die Vollversion mit weiteren Dungeons, Karten und Features soll im April 2023 auf PC und Nintendo Switch erscheinen. Gefallen euch diese Mini-Reviews? Dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen.